Herzlich willkommen zurück bei Ironsoft Tomb Raider Rising. So, ich habe mal wieder ein wenig offline gespielt gehabt, ein wenig Sachen gesammelt, Tiere gefarmt, nein, abgeschlachtet, gejagt, wie man es nimmt. Ich wurde oftmals in den Poppes gebissen. Wir sind von der Hexe raus, ja, und sind jetzt wieder Richtung Haupt. Story sozusagen unterwegs und ich zeig euch mal kurz Hauptstory hier. 100% abgeschlossen, 57%, 83%, 100 und 100. Also keine Ahnung, was ich hier noch alles finden soll, also bis auf diese Münze. Ja. Die Herausforderung und die Dokumente, keine Ahnung, wo die noch hier sein sollen. Genauso wie hier oben. Haben auch noch ein paar Sachen zu finden, aber da fehlt mir, glaube ich, irgendwie Ausrüstungswerkzeug, irgendwas, weil ich komme da nirgendwo mehr weiter. So, also habe ich mir gedacht, gut, haust du rein, machst du hier jetzt weiter. Oh, Hühner! Yeah, 10 EPs. Okay. Na gut, dann. Ich brauche mehr Holz für das Feuer. Das meiste Holz ist bei der Reparatur der Wachtürme draufgegangen. Wir müssen mit dem zurechtkommen, was wir haben. Tja, wenn Sie Pfeilspitzen für die Schlacht wollen, brauche ich mehr Feuerholz. Ich habe jede Menge geschlagen. Abgesehen davon, ich weiß nicht, wie viel Zeit dir noch zum Schmieden bleibt. Stacheln gehen schneller als Breitspitzen. Darauf sollten wir uns konzentrieren. Im Brenner ist nicht mehr viel Benzin. Ich denke, ich kann noch 4... Vielleicht 5 Bleche für die Barrikaden schneiden. Dann brauchen wir Neues. Das wird ein Problem. Vor ein paar Jahren im Sommer habe ich die letzten Zylinder aus dem Sowjetlager geholt. Danach musst du wieder Hammer und Meißel einsetzen. Es muss noch mehr geben. Die Sowjets haben alles zurückgelassen. Wir haben die alten Gebäude 2 Tage lang durchkämmt. Das ist das letzte Benzin. Keine Sorge, der Meißel wird dir gefallen. Dem geht nie der Sprit aus. Aber ist schneller. Okay. Hallo. Haben Sie Tauschwaren dabei? Irgendwas Brauchbares? Irgendwas schwirrt durchs Tal. Müssen Sie doch gesehen haben. Es gibt da draußen eine weiße Wölfin. Ich habe sie nie selbst gesehen. Aber es heißt, dass sie nur nachts jagt. Wie läuft es mit dem Schneiden? Langsam. Man muss aufpassen. Durch den Rost gibt es Schwachstellen. Wir hätten das Metall im Regen trocken halten sollen. Bei der Überschwemmung letztes Jahr mussten wir mit den Blechen das Dach abdichten. Nimm, was du findest. Okay. Hallo. Sie sind Jacobs Gast. Wenn Sie irgendwie helfen wollen, weiter unten am Weg werden gerade die Wachtürme repariert. Nichts für ungut, aber Sie sehen nicht so aus, als könnten Sie mit dem Amboss umgehen. Jacob hat erzählt, dass Sie ihn aus dem Lager gerettet haben. Es war eher gegenseitig. Na, wie dem auch sei, wir sind Ihnen dankbar. Wir können jedes Paar Hände gebrauchen, wenn Sie helfen wollen. Aber wir sind keine Besucher gewohnt. Das merkt man auch gar nicht. Was ist denn? Worauf schießen Sie? In die Luft. Auf Hühnerfleisch. Allerdings auf den blöden... Nickel. Na gut, dann nehme ich das Hühnchen mit, so. Oh. Na gut, dann gehen wir weiter. Wir gehen weiter, wir jagen jetzt nichts mehr. Oh, ein Kürbisfeld, cool. Und ein Kohlfeld, cool, ja. Hier macht es mir schon Spaß. Sollen wir mal gucken, was hier drin ist? Jacob hat gesagt, dass sie kommen würden. Wir haben uns nie von den Sowjets erholt. Jetzt das. Wenn sie helfen möchten, sollten sie weiter nach unten ins Dorf gehen. Ich weiß, sie wollen helfen, aber ich muss hier fertig werden. Armeen brauchen Verpflegung ebenso wie Waffen. Dann lasse ich sie mal in Ruhe. Achso, erster Koch. Dann gehen mir die Nägel aus. Wir können noch mehr aus den alten Hütten nehmen. Den, die wir nicht mehr brauchen.
Hallo. Wir könnten Hilfe brauchen, falls Sie deshalb hier sind. Ich möchte helfen. Was kann ich tun? Wir wollen möglichst viele der Türme verstärken. Sie wurden letztes Jahr bei den Überschwemmungen stark beschädigt. Die Reparaturen laufen schon. Aber ich brauche weiteren Nachschub aus dem Tal. Wenn wir die Türme reparieren können, sind wir den Eindringlingen gegenüber im Vorteil und können die oberen Ebenen der zerstörten Türme erreichen. Helfen Sie uns? Ja, natürlich. Ich versuch's. Gerne. Danke. Bringen Sie alles zu mir, wenn Sie es gefunden haben. Haben Sie den Nachschub, den wir brauchen? Reicht das? Gut, okay. Gut. Lassen Sie einen Teil der Sachen in dem Korb da. Dann können wir die Reparatur beenden. Aber den Rest der Sachen müssen Sie bitte runter zum Turm am Seeufer bringen. Kommen Sie anschließend wieder zu mir. Okay. Zum anderen Turm. Und sicher hat sie auch eine Aufgabe? Wie haben Sie hierher gefunden? Was bringt Sie hierher? Ein Krieg kommt. Wir müssen uns vorbereiten. Die Sowjets haben alles zurückgelassen, als wir sie vertrieben haben. Das meiste ist nur Müll. Aber man kann immer noch kleine Schätze finden. Kann der Schmied nicht noch welche machen? Ich brauche ein paar Dutzend. Er macht so viele Pfeilspitzen, wie er kann, bevor sie eintreffen. Verzichte ich lieber auf Nägel. Du nicht auch? Sind Sie schon am unteren Turm gewesen? Nein, bin schön noch unterwegs. Nicht. Werde ich aber. Der unterste Turm. Okay. Wir gehen erstmal runter zum Turm. Lara, tut mir leid, wenn Sophia etwas unfreundlich war. Kein Problem. Ein Glück, dass Sie da waren, um für mich zu bürgen. Meine Leute kämpfen seit Jahrzehnten gegen Fremde. Die Gewohnheit legt man nicht leicht ab. Vielleicht können Sie ja bei den Vorbereitungen helfen. Ein bisschen harte Arbeit kann schon viel Vertrauen bewirken. Mal sehen, was ich tun kann. So, ja, genau. Mal sehen, was ich tun kann. Trinity wird bald hier sein. Okay. Sie werden das nicht aus der Luft kommen. Jacob sammelt Kämpfer oben im Dorf, um ihre Aufmerksamkeit dorthin zu lenken. Die Kinder und die, die zu alt zum Kämpfen sind, sind in den Katakomben der Akropolis sicher. Ich gehe dorthin, sobald hier alles vorbereitet ist. Du hast gesagt, sie sind schwer bewaffnet. Wie können wir erwarten, sie zu schlagen? Im offenen Kampf können wir nicht gewinnen. Sie werden uns schnell und hart treffen und uns Verluste zufügen. Sie hoffen, uns beim ersten Angriff zu vernichten. Aber wir werden ihre Ungeduld zu unserem Vorteil nutzen. Das wird ein langer Kampf werden. Wenn wir überleben wollen, müssen wir sie langsam und strategisch zermürben. Wir lassen sie aus 100 Wunden bluten, bis sie nicht mehr können. Nur dann werden wir siegreich sein. Fürs Erste entzünden wir die Feuer und warnen die anderen im Tal. Heute siegen wir durch Überleben. Sammelt so viel Munition und Vorräte, wie ihr könnt. Versteckt sie in den Höhlen und Ruinen. Wenn ihr eure Aufgaben erfüllt habt, sammelt euch oben im Dorf. Verstanden? Ja! Verstanden! Gut. Geht jetzt. Möge der Prophet mit euch sein. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie. Oh. Hallo. Jetzt wäre ich auch noch hier angeschrieben. Ja, meine Geschwister. Kann ich etwas für dich tun? Ich weiß, du hast zu tun. Trinity wird bald hier sein. Es gibt noch viel zu tun. Aber ich möchte helfen. Lass mich zeigen, dass ich auf eurer Seite bin. Tut mir leid. Das ist keine leichte Zeit für uns. Ich sehe, dass du es gut meinst, aber guter Wille allein reicht hier nicht zum Überleben. Mir gehen die Federn aus. Wir brauchen mehr. Du machst immer noch 4 an einem Pfeil. Die fliegen auch mit 3. Was? Gleichmäßig um den Pfeilschacht verteilt? Das sieht nicht richtig aus. Genau so. Glaub mir, das funktioniert. Wir brauchen mehr Pfeile, keine hübscheren. So viele wie möglich. Ich kann helfen. Hallo. Sie sind doch mit Jacob gekommen.
Dass das Kiefernharz brennt? Du hättest die letzten sehen sollen. Die hat man gar nicht mehr ausgekriegt. Selbst wenn nicht, der Gestank allein müsste reichen, um sie zu vertreiben. Sie sind zu Fuß hier? Beeindruckend. Kinderwürdige Helfer? Ich hoffe, Sie können mit dem Bogen umgehen. Was Sie auch suchen, das können wir nach dem Kampf besprechen. Jacob vertraute Ihnen. Das genügt. Jacob hat schon lange keine Fremden mehr hergebracht. Na gut. Wenn die nicht mit mir richtig arbeiten wollen. Und du, alter Sack? Die Sowjets haben diesen Ort eilig verlassen und im ganzen Tal Dinge zurückgelassen. Damit können sie viel machen. Okay, gut. Dann erstmal nicht, Leute. Ja. Ist ja super. Jetzt schreibt mich mein Bruder an damit. Ja, damit er zocken kann. Ich soll zur Arbeit gehen. Ach so. Das ist sehr schön und gut. Aber ich hab noch frei. Da geht's nicht so hoch. Wo muss ich dich denn da hin? Oh, da müssen wir noch ein ganzes Stück weiterlaufen. Okay. Das wird auf jeden Fall eine jede Menge hier zum Absuchen noch sein. Sieh da. Vielleicht können Sie uns bei diesen Maschinen helfen. Oh, Drohnen. Was kann ich tun? Die Eindringlinge haben etwas Neues, mit dem sie uns bedrohen. Kleine unbemannte Helikopter. Drohnen, wie man mir sagt. Die Dinger greifen nicht an, haben aber offenbar eine eingebaute Kamera. Sie kartografieren das Tal und wir verlieren unseren Vorteil. Ich habe schon ein paar runtergeholt, aber mit diesen Waffen werden sie bestimmt mehr Erfolg haben. Helfen Sie uns? Ja. Ich wette, ich kann ein paar davon runterholen. Je mehr, desto besser. Kommen Sie wieder, wenn die Dinger erledigt sind. Okay, cool. Okay. Okay. Okay, kein spezielles Fell mehr. Puh. Also damit habe ich jetzt ja null gerechnet. Okay. Ah, eigentlich würde ich ja jetzt hier ganz in Ruhe noch sammeln und gucken und jagen und machen. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass es gleich sozusagen fast zum Kampf geht, wenn ich jetzt hier loslege, aber okay. Aha. Los, geh kaputt! So, und dich jetzt so noch. So, okay. Dann sollen wir wieder zurückrennen. Das machen wir mal. Mal so ein paar Aufgaben, bevor wir zur Hauptmission rennen. Würde ich doch gern schon noch ein paar Sachen gemacht haben. Weil ich weiß nicht, ob wir dann hier nochmal hinkommen oder sozusagen so schnell dann wieder herkommen. Haben Sie sich um den Rest dieser Maschine? Ich glaube, ja. Ich habe alle erwischt. Das haben Sie. Vielleicht schicken Sie mehr, aber wenigstens bremsen wir die Schweine aus. Vielen Dank für die Hilfe. Alter Hornbogen. Alternative Waffe. Okay. Sachen lesen und so weiter. Ja, das muss ich dann halt alles mal
etwas später machen. Erstmal sollten... Halt. Ich soll doch hier irgendwo Material lassen, stimmt ja. Ah, da ist der Turm. Und... Da. Okay, dann haben wir... Das auf jeden Fall fertig. Dann gehen wir erstmal fix nach oben und gucken nochmal unser ja, Inventar, was wir verbessern könnten. Vielleicht. Ich muss mich hier drinnen orientieren können. Das ist auch erstmal so noch die Sache. Heiße Quellen. Hey, Mr. Hase. Okay, da ist ein Höhleneingang. Da sind ein paar Tiere. Na gut, gehen wir erstmal hier hoch wieder. Bescheid. Sind Sie schon am unteren Turm Ich habe die Vorräte beim anderen Turm gelassen. Dieser hier scheint fertig zu sein. Ist er, dank Ihnen. Jetzt sind wir den Eindringlingen gegenüber im Vorteil. Wir brauchen, was wir kriegen können. Sie sollten auf den Turm klettern, dann haben Sie einen besseren Blick über das Tal. Okay. Das reicht nicht. Wir müssen improvisieren. Es muss noch mehr geben. Schickt jemanden auf die Suche. Was denn genau? Alle gehen für die Vorbereitungen nach unten ins Dorf. Ich sag dir, du musst fürs Erste improvisieren. Ich grüße Sie. Improvisieren für was? Interessantes Timing, dass Sie zeitlich mit unserem Feind ankommen. Laut Jacob sind Sie kein Dieb. Und sein Wort ist Gesetz. Auf der Jagd ist es ratsam, die Verstecke zu nutzen. Man findet sie über das ganze Tal verteilt. Da können wir nirgendwo hinschießen, ha? Wozu haben wir denn hier ein... Mal gucken, nochmal ganz kurz. Da hinten glüht noch was. Ja, okay. Die Stadt da hinten. Oder die Ruinen. Halt! Hahaha, cool! Ah, oh! Na gut. Schrotflinte gefunden. Ich hatte noch nie solche Angst. Die Mongolen haben ihr Lager am Rand des Tals aufgeschlagen und bereiten den Angriff auf Kitesh vor. Die Alchemisten stehen bereit, um die Invasoren mit Feuer abzuwehren. Ein jeder, der imstande ist, eine Waffe zu führen, wird kämpfen. Wir werden alles tun, um die Atanatoi zu unterstützen. Aber ich habe noch nie Blutvergießen gesehen. Keiner der Bürger bisher. Jetzt, da ich zum Töten gezwungen werde, fürchte ich um meine Entschlossenheit. Aha, so, er zweifelt an sich selbst. Na gut. Ah, dann gucken wir mal, was wir hier noch finden. Oh, hallo. Der Sturm hat eine Überschwemmung verursacht, hat ein paar Wachtürme umgerissen. Die Dinger, die durch das Tal brummen, haben viele Vögel verscheucht. Aber unten am Wasser gibt es noch Möwen. Sie wollen unser Vertrauen? Bleiben und kämpfen Sie mit uns. Ja. Also das hier, das Setting jetzt gerade hier mit den Häusern, so sieht schon echt gut aus. Also sieht wirklich sehr nett aus. Ah ne, ich kann ja keine Feder mehr nehmen. Bestimmt hier. Ne, waren voll, genau. Gibt es hier? Okay, stopp.
Euch kann ich leider nicht helfen, mit teilgeben, sonst irgendwas. Wollte gerade sagen, kann man abtauchen? Okay. Oh. Oh. Ich dachte, man kann da irgendwie drin rumplanschen. Sonst irgendwas machen. Da ist so ein Schriftzeug. Das nehmen wir mal mit. Noch ein schwieriger Winter für mein Volk. Mittlerweile gibt es mehr Tode als Geburten. Und die Jüngsten werden mit der Zeit immer rastloser. Ich sehe, wie sie in den Himmel schauen, wenn ein Flugzeug über uns hinwegfliegt. Voller Erstaunen und Sehnsucht. Sie stehen noch immer für unsere Sache ein. Aber ich spüre, dass Veränderungen nahen. Das Ende unserer Lebensweise steht bevor. Die letzten Invasoren sind schon fast vergessen. Aber andere werden den Weg in unser Tal finden. Wir sind an das Schicksal dieses Ortes gebunden. Auf Gedeih und Verderb. Okay. Ich habe versprochen, sie zu schützen. Was habe ich getan? Wir hätten damit rechnen müssen. Wir wussten es besser, verdammt. Tut mir leid, ich habe keine Zeit zum Reden. Jacob sagt, wir können ihnen trauen und das reicht mir. Keine Zeit zu reden, aber spricht mit mir. Schwert haben die hier. Okay, hier ist sonst nichts mehr. Mal gucken, was wir hier oben haben. Kinder, ihr dachtet, lesen lernen sei unnütz und hätte nichts mit der Jagd zu tun. Das ist eure erste Lektion. Alles ist miteinander verbunden und ich habe immer recht. Die Schlauen unter euch, die ihren Irrtum eingesehen haben und dies lesen können, erwartet nun die erste Aufgabe. Spürt eines der kleinen Tiere des Tals auf und bringt mir sein Fell. Hasen sind überall anzutreffen, bei Tag und Nacht. In unserem Tal sind sie braun und in den Bergen schneeweiß. Eichhörnchen bleiben meist auf den Bäumen. Regen treibt sie in ihre Baue. Und wenn ihr Ratten sucht, schaut in den Ruinen oder bei den Ruhestätten der Toten vorbei. Aber bitte bringt mir keine Ratte. Okay. Und was soll... Achso, 1 von 6. Wieder eine weitere Herausforderung. Ne, hier ist nichts. Dachte, dass jetzt da auch noch was liegen könnte. Auch eine Höhle und eine alte Ruine. Da werden wir mal gucken, was da ist. Mitnehmen. Hier entlang. Okay. Wo soll denn hier die Höhle sein? Bin ich jetzt ver... Aha. Ha! Cool. Gucken, was wir da finden. Karte aktualisieren. Okay. Ja, cool.
Ein alter Eingang. So. Schön aufmachen. Ups. So. Das war's. Ah. Wollte schon sagen, das war's. Also, da wäre ich jetzt echt enttäuscht gewesen. So. Rivka schloss sich dem Propheten an, weil ihr Ehemann, ein adeliger Russ, gläubig war. Als er auf der Reise nach Norden starb, blieb sie beim Propheten und suchte ihren Platz in der Gruppe. Als sie das Tal sah, wusste sie, dass sie ihre Aufgabe gefunden hatte. Sie träumte, wie Kitesh aussehen könnte. Sie arbeitete die Träume aus, um sie zu bauen. Dank Rivka ist Kitesh nicht nur schön, sondern lebenswert. So, wir gehen mal hier entlang erstmal. Wow, ernsthaft? Nur wegen Lyris Maximilian habe ich das? Ja, voll. Achso, Magnesium bekommen. Eine Seilrutsche auf jeden Fall. Ach Mist, ich dachte hier oben wäre jetzt. Was? Ach, das wäre jetzt von da oben. Okay. Okay, ich bin im Kreis. Rivka, die Architektin. Ich bin nicht im Kreislauf. Ich habe da eindeutig was gefunden. Okay. Ja. Was gefunden. Warum kriegt mir hier sonst nichts mehr? Ja. Okay. Na gut. Antiker Bogen, ja. Es fehlt uns nur noch ein Teil, dann haben wir diesen antiken Bogen endlich zusammen. Die nächste Höhle. Das sind die Herausforderungen. Da drüben wäre die. Okay. Ja gut, dann bewegen wir uns mal ganz kurz wieder nach draußen. Ich bin auf hier entlang. Ja, hier entlang. Sehr schön. Na? Nein? Okay. So. Genau. Durch da. Sieht so
gelblich, der Stein. Na gut. Ja gut, ach, dann lassen wir es einfach mal und gehen gleich zur Hauptmission. Können wir hier entlang laufen? Oh, gut, teilweise. Ja, jetzt was dahin gerafft. Hauptmission wäre noch weiter rum. Schauen wir schon zwei. Ich vergesse jedes Mal die Scheiße auszuschalten. Damit mir Kinder zugucken kann bei der Aufnahme. Das ist doch unfassbar sowas. Ah, wir krabbeln jetzt zur Krypta durch. Ja, zur komischen Höhle dort. Ja, total. Von allen Seiten angegriffen zu werden. Da geht's ja nicht anders, als mit meiner Schusswaffe durchzurotzen. Sehr nett hier aus. Oh, ein paar Münzen, die nehmen wir mit. Ah, dadurch. Ein bisschen eng ist es schon, aber ja. Da unten muss irgendetwas sein. Erstaunlich. Diese Architektur ist älter als die orthodoxe Kirche. Ja, Papa macht ein Bild. Haben die hier gemacht? Eine goldene Gürtelschnalle. Dekorativ, aber auch robust und funktional. Sie gehört wohl zu einer Militäruniform. Okay. Ein paar Mumien sind hier auf jeden Fall. Oh. Oh, Basislager entdeckt. Das ist sehr schön. Da können wir mal ganz kurz gucken. Waffen. Ist okay. Ja, okay, da wollen wir jetzt nicht weiter gucken. Fähigkeiten. Was hätten wir denn hier noch? Ja, ist eine gute Frage. Ach, ich lasse es erstmal mit den Fähigkeiten. Ich sammle noch mal ein paar Punkte, dann werde ich mich dann entscheiden. So, erstmal hier. Ich habe meine Frau in der Obhut dieser Ärzte gelassen. Die Krankheit verschlimmerte sich wie befürchtet. Ihre Haut wurde schuppig und sie verlor das Gefühl in den Gliedmaßen. Sie sagen, man könne nichts für sie tun, außer ihre Schmerzen zu lindern und ihr das Dahinscheiden zu erleichtern. Aber sie muss der Stadt fernbleiben. Mir fernbleiben. Meine Frau stirbt und in dieser Welt werde ich sie nie wiedersehen. Ich werde in die nächste eilen. Zu ihr.
Okay. Also waren hier kranke Leute. Da oben ist ein Hebel. Vielleicht lässt er sich mit dem Seilpfeil betätigen. Einen Moment. Cool, wenn wir... Achso, nur Sitze. Okay. Faszinierend. Das ist perfekt erhalten. Okay. Soll ich jetzt hier weiterkommen? Und einen Moment. Nein! Das war jetzt gerade ein wenig anstrengend. Wir gucken mal, was wir hier oben noch sehen. Aha. Ein extra Gewicht dran lassen. Okay. Das sollte halten. Jetzt muss ich nur noch darauf. Cool. So, wunderschön. Hoch, genau. Sehr gut. Und die Schriftrolle lesen. Unsere Isolation lähmt uns. Wir besitzen das geballte medizinische Wissen des Reiches, ein Jahrtausend des Lernens, wie man jede Erkrankung heilt. Aber hier, am Rand der Welt, macht uns das Fehlen einer einzigen simplen Blume hilflos. Ich kann nicht viel für die Kranken tun. Ich weiß wie, aber ich kann nicht, weil wir uns abgeschottet haben. Diese Menschen und viele, die noch folgen, werden grundlos sterben, nur um unser Geheimnis zu wahren. Ich bete, dass der Prophet recht hat und es letztendlich den Preis wert ist. Okay. Na, die Kiste nehmen wir mit. Sonst Geld, Karte. Okay. Ah ne, das Magnetpilze, okay. Dann die Karte. So. Mal gucken, was ist denn da jetzt drin? Für ein neues Wissen. Ein alter Kodex. Sieht aus wie eine Abhandlung über die Verbindung von Körper und Geist. Und schneller heilen. Sehr schön.
sehr, sehr schön. So, und in der Karte. Oh, noch ein Relikt ist da. Ach, unter uns. Okay. So. Eine unglaublich detailreiche goldene Halskette. Von wem sie auch stammt. Sie steht dem Schmuck des Reichs in nichts nach. Sieht nett aus. Ja, schick. So, haben wir hier noch irgendetwas? Ich glaube... Nö. Pilze brauche ich nicht suchen. Nö. Dann habe ich alles gesammelt. Machen wir mal eine Fixreise. Brauche ich nicht da rauskrabbeln. Ja. Achso, wir haben nur... Okay. Ich gehe mal halt dahin, wenn ich noch kein anderes Lager freigeschaltet habe. So, wie mache ich das jetzt? Am besten bin gerade überlegen. Wir sind schon bei 41 Minuten. Aufnahme beenden und dann erst rumsuchen und dann ist die Geschichte weiter drin. Ja, so wird's aussehen. Okay, also wir machen Folgendes. Wir werden jetzt hier die Folge beenden. Ja? Und sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder, nachdem ich hier erstmal ein paar Sachen gesammelt habe und so weiter. Ja? Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend und erstmal ciao, ciao euch.